ich bin heute mit dem Zug angereist und überall schwirrte Kirchentag rum und ich gehe dahin. Ich freue mich auf diesen Kirchentag, ich bin froh, wieder auf Kirchentag zu sein. Ich freue mich wirklich, da auch aktiv dabei sein zu dürfen. Es ist schön, immer wieder auf verschiedenste Leute zu treffen. Also man sieht hier immer wieder, wie freundlich man hier begrüßt wird von allen und einfach dieses Miteinander ist sehr schön. Diese Gemeinschaft. Ja. Ich bin nach Stuttgart gekommen, um ein Stückchen klüger zu werden. Es geht heute Abend und an den kommenden Tagen des Kirchentags darum, Herzensweisheit zu erlangen. Der Lärm verebbt, die Ruhe wartet. Da ist so viel, was unser Herz bewegt. Wir können es Gott hinhalten. Wir bitten ihn um seinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Ich habe den Tag wirklich als einen genialen Tag erlebt. Wir haben so lange dafür vorgeplant, so die ersten Vorahnungen, denke ich, waren so 2010, 2011 und jetzt nach 4, 5 Jahren dann wirklich zu sehen, wie wir mit über 6000 Leuten in der Porsche Arena auf dem Kirchentag gemeinsam Christustag feiern kann. Gott loben in unterschiedlichsten Formen, darüber nachdenken, dass Gottes Wort uns klug macht, es war echt ein Geschenk. Also zunächst mal hat der Kirchentag den Christustag bereichert. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, wirklich in der öffentlichen Plattform gemeinsam als evangelische Christen in dieser Stadt ein Zeugnis des Glaubens abzulegen. Und ich denke, wir haben auch den Kirchentag bereichert. Willkommen im Stuttgarter Gasthaus, dem Begegnungszentrum unserer Württembergischen Landeskirche. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Sie machen Entdeckungen. Jetzt werden Sie Entdeckungen machen, weil Sie hier was zu hören kriegen. Musik und interessante Gäste in unserem Format Stuttgarter Viertele. Wir sind hier in der Scharena, eigentlich eine Sporthalle. Wir haben uns gewünscht, dass es im Zentrum Jugend eine Kirche gibt. Die gibt es nicht. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Sporthalle umzugestalten. Also Thema Homosexualität, Thema Frieden. Haben wir Seminare und so wie ich wahrgenommen habe, sind die alle voll. Und ich finde es auch super, wenn die Jugendlichen sich entscheiden, mal eine Stunde oder zwei in so ein Seminar zu gehen und dann wieder zum Chillen oder zum Sport oder zur Bewegung rüber aufs Freigelände zu gehen. Also mein Eindruck ist, dass es super ankommt. Es kommt allerdings nicht nur bei den Jugendlichen und Kids super an. Ich habe jetzt aus den Bibelarbeiten, wo es viele ältere Besucher und Besucherinnen gab, super Rückmeldungen bekommen. Die finden das auch ganz toll.
Wir sind hier in der Brenzkirche, die heißt jetzt Atelierkirche und wir haben ein Atelier aus der Kirche gemacht. Ich bin eigentlich jetzt die letzten Jahre immer zum Kirchentag gekommen. Ich komme aus Österreich und da gibt es solche Veranstaltungen nicht. Also die Reaktion der Leute war bisher überwiegend sehr, sehr positiv, aber es gab auch kritische Stimmen, die einfach angefragt haben, ist es noch Kirche und wenn ja, warum? Und da gab es dann oft sehr spannende Gespräche, aber auch eben dann viele Leute, die dann gemerkt haben, dass wir es ernst meinen, dass es jetzt nicht darum geht, einfach nur die Kirche sozusagen zu benutzen, sondern wirklich auch eine neue Form von Gottesdienst dadurch zu erzeugen. Die zuständige Sozialministerin Emilia Müller verweist auf den Bund. In Deggendorf haben minderjährige Flüchtlinge eine Turnhalle bezogen. Bisschen scharf oder bisschen nicht scharf? Sehr gut, Alter. Gemeinden anderer Sprache und Herkunft hier in Stuttgart und die laden ein, die stellen sich vor, jetzt in 3 Tagen und heute am Samstag ist in ganz vielen Gemeinden das Angebot eines Mittagstisches. Ich hoffe, Sie genießen schon das Essen und wenn Ihnen nicht vorher schon warm war, wird Ihnen vielleicht vom Essen noch besser. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und die koreanische Gemeinde hat ein richtiges Programm erarbeitet und will uns ein bisschen die Gemeinde vorstellen. Eins, zwei, drei, vier. Also Diakonie geht auf die Straße, zeigt sich mitten in der Stadt. Die Vielfalt der Diakonie, wo alle Fragen des Lebens vorkommen, das wollten wir zeigen, das haben wir gezeigt mit der ersten Diakonieparade Deutschlands, vermutlich sogar der Welt. Freut uns sehr, dass es so gut gelungen ist. Eigentlich sehr beeindruckend, dass Diakonie sich so zeigen kann. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also der Kirchentag hat uns dadurch, dass die Parade möglich war im Rahmen des Kirchentags und es auch unterstützt wurde, sehr geholfen. Wir würden uns vom Kirchentag noch mehr wünschen, dass er so Themen der Diakonie auch fachlich konsequent aufnimmt. Sind wir gerne bereit, es auch zukünftig gut zu unterstützen von der Diakonie Deutschland und auch wir. Die Idee entstand dadurch, dass die Leute, die hier übernachten, also in den Massenquartieren, in den Schulen schlafen, ja einen Platz brauchen fürs Frühstück. Und dann kam die Idee, wir räumen unsere Kirche leer, wir räumen die Bänke weg, stellen die Stühle und Tische rein und machen dann Frühstückskaffee. Wir haben es nicht bereut. Es ist viel Aufwand, es ist viel zu tun, aber macht auch viel Spaß. Ich bin zum ersten Mal zum Kirchentag. Ich habe nie diese Erfahrung gehabt und bin sehr beeindruckt, wie kann man die Kirche erleben, dass die Kirche so offen ist, so präsent ist. Mein Highlight war die Gemeinschaft mit allen zusammen. Man hat sich komplett gut verstanden, jeder war füreinander da und war eine ganz tolle Atmosphäre hier in Stuttgart. Mein Highlight war, glaube ich, Frau Käßmann. Also, dass sie ist immer sehr prägnant in dem, was sie sagt und stößt da auch gut an. Und Hirschhausen war auch sehr, also die Bibelarbeit allgemein, das hat mir sehr gut gefallen. Was bleibt, ist, dass das Christentum alt ist, aber nicht veraltet ist. Das Christentum kann etwas noch sagen.